Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Grüne in NRW, wir haben einen fabelhaften, tollen, sehr erfolgreichen Parteitag hier in Emstetten hinter uns. Arbeitsreiche 2 Tage. Was haben wir hier so gemacht? Was haben wir beschlossen? Ja, wir haben begonnen mit einer Bewertung zur aktuellen Lage. 1 Jahr Rot-Grün-Licht hinter uns. Dann, wir leben in spannenden Zeiten. Atomenergie. Gibt es die Energiewende oder gibt es sie nicht? Die Entscheidung steht jetzt an. Auch dazu haben wir uns positioniert. Und schon mal Frau Merkel gezeigt, wie man Atomkraftwerke ausschaltet. Und dann ging es auch richtig inhaltlich mit einem ganz dichten Programm weiter. Genau, wir haben diskutiert, wie man NRW sozial gerechter machen kann mit einem ganz tollen Tagesordnungspunkt Inklusion. Da haben wir einen Grundsatzbeschluss gefasst, wie wir NRW inklusiver machen. Das heißt, wie wir auch die Rechte von Menschen mit Handicap wirklich hier umsetzen. Zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Zugang zum Regelschulsystem und vieles mehr. Das war eine tolle Debatte und da haben wir einen tollen Beschluss gefasst, der uns nach vorne bringt. Und haben dann noch diskutiert über das Thema unkonventionelles Erdgas. Wir wissen, dass es da Debatten im Münsterland, im Ruhrgebiet, im ganzen Land gibt, dass wir diese gefährliche Methode, Erdgas mit Chemikalien zu gewinnen, durch diese sogenannte Fracking-Methode nicht wollen, dass wir uns ganz, ganz klar dagegen aussprechen, weil es ein gefährliches Verfahren ist. Und dann ging es weiter mit Gesundheitspolitik. Ja, Gesundheitspolitik war Sonntag das Schwerpunktthema und einen umfangreichen Antrag haben wir ein klares Signal gesetzt. In unserem grünen Verständnis eines Gesundheitssystems, da steht der Mensch im Mittelpunkt. Und daran hat sich das System auch auszurichten. Das ist die Botschaft, die wir gesetzt haben. Und zum Schluss haben wir noch was in eigener Sache gemacht. Grün wächst. Das heißt, wir wollen, dass unsere Strukturen mitwachsen. Und wir haben mit großer Mehrheit eine Erweiterung unseres Landesvorstandes beschlossen. Das heißt, in einem Jahr, wenn der neue Landesvorstand gewählt wird, sind es nicht mehr 8, sondern 20 Mitglieder und wir werden da die ganze Breite unserer Partei auch abbilden, möglichst viele integrieren in die Vorstandsarbeit. Das war auch eine wichtige Etappe in der Entwicklung unserer Partei. Genau, neue Stärke, neue Herausforderungen. Das heißt, eigentlich können Sie schon jetzt Leute, die Lust haben, für den Landesvorstand zu kandidieren, schon jetzt darauf vorbereiten. Also in einem Jahr wird der Landesvorstand aus 20 Personen bestehen und wir freuen uns, dass das jetzt gelungen ist, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Ja, und wir haben eine ungeheure lebendige Partei. Wie viele V-Anträge hatten wir? 19? 20 oder? 20 oder 19. Also alle, die sich eingebracht haben, haben gezeigt, diese Partei lebt auch von unten. Sie ist nicht nur Regierungsbeteiligungspartei, sondern da ist eine ganze Menge an Potenzialen, an tollen, engagierten Mitgliedern, die sich programmatisch einbringen. Und dafür sagen wir auch einfach mal Danke. Bis zum nächsten Mal.